Hallo liebe Minecrafter, heute habe ich die Installation und die Anleitung zur Twilight Forest für euch. Die Modification, die jetzt nicht wie manche denken vielleicht was mit Twilight zu tun hat, den Film, sondern mit dem Twilight Forest, in dem ständiges Zwielicht herrscht und daher der Name kommt. Wer die Installation überspringen will, der geht jetzt einfach vor bis auf Minute 2:52. Alle anderen bleiben jetzt dran, denn da legen wir jetzt mal richtig los. Wie immer könnt ihr das Ganze auch mit dem Magic Launcher installieren. Video dazu findet ihr jetzt rechts. Dort könnt ihr die Modification später bequem ein- und ausschalten. Wer es ganz klassisch möchte, der bleibt jetzt hier. Braucht aber wie immer auch vorher Forge. Video dazu findet ihr jetzt oben rechts. Habe ich in einem extra Video gemacht, weil es bei Forge immer mal zu Problemen kommt bei der Installation. Und da müssen wir das hier eben nicht behandeln. Wir müssen zunächst wieder in den .Minecraft-Ordner. Unter %appdata% finden wir den Roaming-Ordner. Und dort auch den .Minecraft-Ordner. Hier bleiben wir erstmal stehen. Das reicht soweit als Vorbereitung. Dann brauchen wir noch die Modification. Ich habe sie eben schon mal runtergeladen. Ich zeige euch, wie wir es noch finden. Ich gehe immer unter minecraft-modding.de. Das ist die Modding-Seite meines Vertrauens. Ja. Einmal in die Minecraft-Modliste 1.5.2 geschaut. Das ist im Moment halt die aktuelle Minecraft-Version. Ihr könnt es auch mit einer früheren Version machen, achtet einfach darauf, dass Minecraft, Forge und die Modifications halt immer dieselbe Version haben. Unter T wie Twilight Forest finden wir dann auch die gewünschte Modification. Wie ihr seht, ihr könnt es zum Beispiel auch mit der 1.5.1 machen. Wir laden uns jetzt auch mit die 1.5.2 runter, weil ich das eben auf dieser spielen werde. Das Ganze ziehen wir uns mal auf den Desktop. Sollte diese Funktion bei euch nicht sein, weil ihr einen anderen Browser benutzt, müsst ihr das eben aus eurem Download-Ordner holen. Alles klar, dann brauchen wir den Browser nicht mehr. Wir gehen wieder in unseren .Minecraft-Ordner. Dort einfach in den Mods-Ordner und dann benenne ich die Datei einmal um, das gefällt mir nicht. So, ganz normal. Und wir ziehen die ganze ZIP-Datei einfach in unseren Mods-Ordner. Der sollte schon erstellt sein. Sofern ihr Forge schon drauf habt, dann erstellt Forge automatisch die Ordner Core Mods und Mods und Lib natürlich auch. Also, wie gesagt, ich habe Forge schon drauf und ein Texture Pack, aber sonst ist hier alles unberührt. Gut, das war soweit die Installation. Das werden wir jetzt auch noch kurz prüfen, ob das funktioniert. Und dann können wir eigentlich gleich auch schon loslegen hier mit unserer Mod-Vorstellung und Anleitung. Twilight Forest bietet euch wieder Millionen Stunden Spielspaß. Also, da ist richtig viel geboten für euer Geld, ja, das ihr nicht bezahlt für diese Mod. Aber da könnt ihr einiges machen. Wir sehen hier jetzt Mods Loaded 4. Das waren vorher nur 3 und hier sehen wir auch Twilight Forest funktioniert. Und dann loggen wir uns mal ein. Ich mach's in meiner Let's Play Welt. Ja, jetzt fehlt hier Minions Mod. Ja, weil ich dort mit Minions Mod gespielt habe. Und los. Ich habe derweil mal auf Vollbildmodus umgeschaltet und auch noch Too Many Items Mod reingepackt. Jetzt sind die Viecher gerade zu laut. Das müssen wir mal gerade korrigieren. Musik aus, brauchen wir auch nicht. Gut. Reiten wir mal schnell durch unsere kleine Farm hier. Ich habe da nämlich schon ein bisschen was vorbereitet. Wie bauen wir jetzt das Portal in diese Welt? Das ist eigentlich ganz einfach. Moment, ich gehe aber mal gerade in den Creative. Ich wollte es gerade sagen, wir werden hier bestimmt gleich attackiert. Wo ist er denn? Ach, da steht er. Gut, der soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir machen uns hier mal ein bisschen wegfrei. Ah ne, hier vorne war das. Da habe ich schon wegfrei gemacht. Was brauchen wir jetzt für das Portal? Wir brauchen erstmal eine Grasfläche. Zumindest brauchen wir einen Quadrat für eine unendliche Quelle und drumrum muss eben Gras wachsen, das ist ganz wichtig. Dann kralle ich mir mal gerade meine Eimer hier raus. Ach komm schon, so ein paar Blumen, ein bisschen Gras und ein Diamant, das ist auch schon alles. Wir pflanzen jetzt hier mal, wie das euch beliebt, so ein bisschen Blumen oder ja, Gras drumrum. Ihr könnt da auch Pilze nehmen, sofern ihr die halt platziert bekommt. Das ist ja immer ein bisschen kritisch bei Tageslicht. Komm, jetzt kriegen wir noch ein bisschen Farn dahin, damit es ein bisschen farbenfroh wird. So, sieht doch schön aus. Das Ganze füllen wir jetzt mit Wasser. So und so. Und jetzt, zack, einfach einen Diamanten reinschmeißen und einen Schritt zurückgehen, wenn ihr nicht gerade im Creative seid. Oh, cool, wir haben einen Zombie-Pigman dazu. Ja, und das ist der Portalbau. Ach, jetzt geh mir hier auf die Nüsse hier. Wenn wir da jetzt reinspringen, kommen wir in den Twilight Forest. Können wir auch ganz, ganz zackig mal machen. Und wir sehen, das gleiche Portal gibt es auf der anderen Seite auch. Das ist euer Rückweg. Und jetzt, meine lieben Freunde, sind wir im Twilight Forest. Der PC fängt auch direkt mal das Rauschen an, weil im Twilight Forest muss viel gerechnet werden. Die ganzen Bäume, alles Mögliche. Erfordert schon ein bisschen mehr Rechenleistung. Ich wage mal einen Blick über die Baumwipfel. Und ihr seht, das ist riesig. Nicht nur das Gelände, das jetzt hier gerade noch lädt, das wird auch noch ein bisschen dauern, sondern auch diese Bäume. Im Twilight Forest gibt es mittlerweile 14 Biome.
Das heißt, es gibt viel zu erkunden, damit wir jetzt nicht nur das eine sehen. Das heißt, glaube ich, Dense Twilight Forest, das Biom hier gerade. Werde ich gleich mal einen kleinen Rundflug machen. Was ich besonders beeindruckend finde, sind diese Megabäume hier, die wirklich riesig groß sind und oben drin sind meist noch so kleine Spawner. Das können wir ja gerade mal zeigen, zumindest hier. Also wenn ihr das erklommen habt, gucken wir mal gerade rein. Ja, also ihr müsst nur nicht anklopfen, meist öffnet euch dann jemand. Und die Zikaden sind auch ganz schön laut. Gucken wir mal gerade hier. Es gibt zumindest ziemlich oft Spawner in diesen Teilen. Komm mal her. Öffne dich. Komm her. Na, hier ist mir nichts drin. Okay, das müssen wir später nochmal gucken. Ich suche euch dann mal einen raus. Aber da findet ihr ganz, ganz oft kleine Spinnenspawner drin. Moment, ich könnte da mal gerade gucken. Da habe ich mir nämlich eine Fackel aufgestellt, ne? Damit wir dann auch den Rückweg finden. War ich nämlich vorhin schon mal hier. Hab ein bisschen was abgebrannt. Da sehen wir es. Das war ein bisschen Zufall, dass es ausgerechnet der Baum war. Die sind ziemlich breit, die Bäume. Ungefähr so ein Quadrat. Und drin findet ihr eben einen Spawner. Und auch eine Kiste. Wo war jetzt die Kiste? In den Kisten sind verschiedenste Sachen drin. Kartoffeln, Baldachin-Baumsetzlinge oder zum Beispiel die Leuchtkäfer. Aber dazu kommen wir später noch. Sonst würde ich sagen, riskieren wir jetzt mal einen kleinen Rundflug. Ich schneide euch das mal so ein bisschen zusammen, damit ihr mal so einen ganz, ganz klitzekleinen Eindruck vom Twilight Forest bekommt. So viel jetzt zum Rundflug. Ihr habt gesehen, ich habe nicht alle Biome gefunden und dabei war ich doch eine Zeit unterwegs. Das heißt, wenn ihr hier mal alles erkunden wollt, nehmt euch genug Ausrüstung und Zeit mit, um das alles mal genauer zu inspizieren. Ich möchte euch jetzt mal so ein bisschen die Materialien zeigen, die euch im Twilight Forest zur Verfügung stehen. Generell habt ihr auch noch die normalen Materialien, das heißt, hier gibt es gar nicht so viel zu erklären, weil vieles einfach gleich ist. Wir haben noch die vier Baumsorten, die es hier gibt. Und zwar einmal das Dunkelholz, das ist aus dem Wald, auf dem wir gerade stehen. Ja, das ist dieser mit dem mega großen Blätterdach, darunter ist es tierisch dunkel, daher auch das Dunkelholz. Dann das Baldachin-Baumholz, das Mangrovenholz, die findet ihr in den Sümpfen. Die sehen ziemlich abgemagert aus, aber eigentlich ganz cool. Und das Twilight-Eichenholz, das sind diese da, unsere großen Freunde. Das sind schon so die Hauptholzarten. Wenn ihr daraus was craftet, sieht das auch genauso aus wie ganz normal. Also die Werkbank zum Beispiel, die hat dann keinen besonderen Namen oder sowas. Ganz, ganz normal. Erze gibt es jetzt wirklich nicht so die besonderen, weil, oder es gibt doch zwei, drei, die zeige ich euch gleich noch. Sonst habt ihr auch hier alles im Boden, was es im normalen Gebirge auch gibt, ja, Gold, Diamant, Eisen und so weiter. Allerdings haben wir noch hier eine ganz spezielle Holzart, dafür gehe ich einfach mal wieder in den Survival Mode. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel versuche, mal Holz rauszuschlagen, ja, ich bin hier bewaffnet mit meiner guten Diamantaxt, seht ihr, wie extrem lange das dauert. Das ist nämlich das Turmholz.
Es gibt hier gewisse Türme und da ist das Eindringen sehr, sehr schwer. Komm, gib's mir mal. Da, das heißt Turmholz, genau. Dauert sehr, sehr lange da reinzukommen und ist halt auch von einem Dungeon, das ist also mit Absicht. Jetzt gibt's hier aber noch die Zerstörten. Wenn ich das jetzt kaputt schlage, werdet ihr sehen, es geht auch ganz schnell. Mach ich einfach mal. Und tada, ist da eine Termite. Jetzt will ich aber nicht, dass mir die mit Termite mir folgt. Na gut, war zu spät. War nicht mehr zu vermeiden. Dann muss ich euch das halt in der Theorie erklären. Und zwar, wenn jetzt kein Gegner da ist, befällt ihr direkt den nächsten Block und so weiter, so wie Termiten das eben machen. Wenn aber Termiten da sind oder wenn ihr da seid, dann macht euch die Termite kalt, zumindest versucht sie es. Das heißt, seid immer bewaffnet mit einer guten Axt oder eben dann mit dem Schwert direkt im Anschlag. Ja, hier haben wir jetzt noch das, der Maze Stone ist das, also Maze für Labyrinth. Es gibt hier unterirdische Labyrinthe, da werdet ihr diese Steine finden. Sonst, wie gesagt, findet ihr hier den normalen Clean Stone, das heißt, wenn ihr einen abbaut, bekommt ihr Kobbel raus. Das hier ist eine ganz spezielle Wurzel, die kann ich euch nicht vorenthalten. Die ist sehr elementar in diesem Spiel, das ist die sogenannte Lebenswurzel, die Life Root. Wenn ich die jetzt abbaue, bekomme ich daraus eine Life Root. Wer hätte es gedacht? Die kann man jetzt benutzen, um gewisse Barren zu craften. Weil ich habe ja gesagt, es gibt eigentlich keine speziellen Erze, aber trotzdem gibt es spezielle Barren, die ihr euch herstellen könnt. Oder spezielle Ausrüstungsgegenstände. Und zwar habe ich hier mal ein bisschen was vorbereitet. Die Life Root tun wir mal weg. Das packe ich mir alles mal rein. So, wir fangen einfach mal an mit den Lebenswurzeln. Aus den Lebenswurzeln kann ich mir nun mit Eisenbarren und Goldnuggets sogenannte rohes Eisenholzmaterial herstellen. Das sieht jetzt ein bisschen teuer aus, auch durch die Goldnuggets, aber es gibt hier viele Gegner, die auch fallen lassen. Von daher muss man da gar nicht besorgt sein. Na komm, gib mir mal alle. Und daraus kann ich mir nun, wenn ich das Ganze in den Ofen schmeiße, Eisenholzbarren herstellen. Während das brutzelt, gehen wir einfach mal zum nächsten, erkläre ich gleich noch weiter. Dann haben wir noch das feurige Blut und die Eisenbarren. Daraus bekommt ihr feurige Barren. Nur um zu zeigen, wie es geht. Blut, Barren, feurige Eisenbarren. Sehr, sehr einfach zu craften, aber nicht leicht zu bekommen, denn das feurige Blut ist das Blut der Hydra, einer der Bosse hier. Und um die zu töten, gehört schon einiges dazu. Ist dadurch auch sehr begrenzt. Die genauen Effekte zeige ich euch dann, wenn wir gleich beim Waffen- und Rüstungstutorial sind. Da wird das dann nämlich von Bedeutung sein. Und als letztes haben wir noch das Steel Leaf. Ist jetzt ja kein Erz oder kein wirkliches Material, ist ja nur ein Blatt. Aber das findet ihr halt in diversen Dungeons, in Truhen dort und daraus könnt ihr, nur um es zu zeigen, wenn wir es jetzt einfach mal richtig machen, uns was craften. Und zwar ein Helm. Und ihr seht, das Ganze ist schon verzaubert. Das ist so dieser Effekt, den der Twilight Forest mit sich bringt. Generell sind fast alle Barren, die ihr herstellen könnt, dann verzaubert. Wir können es mal gucken. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Eisenholzbarren hergestellt. Wenn ich daraus jetzt auch einen Helm mache, werdet ihr sehen, der ist auch schon verzaubert. Also das gehört zum Twilight Forest ein bisschen dazu. Dieser Charme, dieser Zauber, ja. Alles ohne Vampire, aber eben mit Verzauberung. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich beim Waffen- und Rüstungstutorial wieder, denn dort kommen ja auch die ganzen Ressourcen wieder zum Einsatz. Jetzt, wo ihr die Grundmaterialien kennt, ist natürlich die Frage, was könnt ihr damit anstellen? Da habe ich einfach mal ein bisschen was vorbereitet. Das sind ja die grundlegenden Bausteine im Twilight Forest. Einmal das Eisenholz aus der Life Root könnt ihr das ja craften, habe ich euch ja gezeigt. Die Sachen, die ihr hier craften könnt, sind natürlich die ganz normalen Rezepte. Und was natürlich auffällt, die sind direkt verzaubert. In der Anleitung zum Mod steht, dass das zufällig sein kann. Also wenn man hier sieht zum Beispiel Glück 1 auf einer Axt, ja, das klingt eher zufällig. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, dann kriegt er hier auch andere Verzauberungen drauf. Das ist soweit. Die Eisenholzrüstung hat recht schwache Verzauberungen. Wenn wir zur Steel Leaf oder halt zum Stahlblatt kommen. Hier steht jetzt Steel Leaf, hier steht aber glaube ich Stahlblatt. Ne, doch nicht, hier ist es auch Steel Leaf. Seht ihr, das ist schon wesentlich besser verzaubert, immer Stufe 2. Der Nachteil an der Steel Leaf Rüstung ist, dass die nach 131 Benutzungen oder auch die Werkzeuge nach 131 Benutzungen Fritte ist, dann verpufft die Rüstung und ihr braucht eine neue. Deswegen nur eine vorübergehende Lösung, aber ich denke mir, wenn ihr gerade im Dungeon seid, ist die recht effektiv, denn die hat die Attribute von Diamant. Also sowohl das Schwert als auch die Rüstung sehr, sehr effektiv. Und wir haben ja noch unsere feurigen Sachen, habe ich euch ja erzählt, bekommt ihr durch die Hydra, wenn ihr die platt macht. Die ist ganz cool. Feurige Aura ist auf allen Teilen drauf. Feurige Aura ist ein neues Enchantment hier im Twilight Forest. Das heißt so viel wie Dornen. Gegner, die euch angreifen, kriegen Feuerschaden zurück. Mit den feurigen Sachen gibt es noch zwei Items, die ihr euch craften könnt. Einmal
die feurige Spitzhacke, die möchte ich euch gleich mal zeigen, denn die ist was ganz, ganz Besonderes. Und das feurige Schwert. Das wird jetzt beides ein bisschen anders gecraftet. Ihr braucht hier nicht die normalen Stöckchen, sondern dafür braucht ihr Lohnruten. Sonst könnt ihr das Ganze nicht craften. Dann seht ihr, haben wir hier ein feuriges Schwert und das hat immer Verbrennung 2 drauf. Also eigentlich ganz cool, ja. Man braucht aber vorher halt die Lohnruten, was nicht unbedingt so leicht ist. Denn die muss man sich ja dann auch erstmal besorgen. Jetzt aber noch zur feurigen Spitzhacke, die ist super toll, ja. Die hat nämlich das Attribut Auto-Smelting. Das heißt, nicht Auto-Melting. Das heißt, alles, was ihr abbaut, wird sofort geschmolzen. Da konnte ich mir direkt noch was vorstellen, hab's direkt mal ausprobiert. Und wenn wir jetzt hier sehen, das ist Eisenerz, tada, Feuer und wir kriegen direkt Eisenbarren ins Inventar. Das bedeutet also Autobrennen. Ist ziemlich cool und die hält auch ein bisschen mehr aus als zum Beispiel Stahlblatt. Aber wie gesagt, ihr braucht halt die Lohnrouten. Wenn ihr die euch aber beschafft habt, ist das eigentlich ganz cool. Gut, jetzt kommen wir mal zu den Dungeons und zu den Monstern. Eigentlich hatte ich mir überlegt, dass ich hier alle Gebäude mal so nach und nach durchgehe. Allerdings haben wir ja dann schon einen Rundflug gemacht, da habt ihr so einen kleinen Eindruck bekommen, was es alles gibt. Es gibt natürlich hier Burgen, es gibt Türme. Andere zeichnen sich dadurch aus, dass einfach ein großer Steinplatz ist. Da sind unter anderem dann die Bosse drauf. Lasst euch da mal so ein bisschen überraschen. Also zum Beispiel in der großen Burg ist der Lichking so ungefähr. Das ist so der letzte und stärkste Boss, soweit ich weiß, hier im Twilight Forest. Und es gibt halt auch unterirdische Dungeons, wie zum Beispiel das hier. Sieht man immer gut, denn diese Hügel sehen von allen Seiten gleich aus. Eigentlich sehr gut zu erkennen. Macht euch halt mal auf die Reise, dann werdet ihr das schon finden. Das ist jetzt eins, das gehört nicht zu den offiziellen, sag ich mal, denn es gibt 4 offizielle Dungeons, wo ihr beim Töten des Bosses dann auch eine Trophäe bekommt. Hier unten haben wir einen Minotaurus-Boss drin. Der ist ein bisschen versteckt in einem Raum ohne Zugang. Das heißt, ihr müsst ein bisschen suchen. Für den ihr am Ende aber keine Trophäe bekommt. Wir stürzen uns einfach mal ins Abenteuer. Kann ich mir erlauben. Und hier haben wir schon eine Kuh. Aber nicht wundern, das ist keine Kuh an sich. Gebt mal eine Fackel. Komm hier, das ist mir ein bisschen zu dunkel. Ja, irgendwas geht hier schon ab. Seht ihr? Hier ist richtig die Luzi los. Irgendwas brennt. Das arme Vieh brennt schon. Hier sind nämlich Minotauren unterwegs. Genau wie die Bosse. Den machen wir gerade mal kalt. Komm hier. Da sehen wir nochmal, wie gut unser feuriges Schwert ist. Und der lässt sogar eine Diamantaxt fallen und gebratenes Rindfleisch. Also im Endeffekt doch eine Kuh. Kann man sich ein bisschen umschauen. Hier unten sind einige Truhen, aber auch einige Spawner. Da müsst ihr halt aufpassen. Hier graben wir uns mal durch. Zum Beispiel hier haben wir was. Huch, ist jetzt kaputt gemacht. Ja, ist doch ein bisschen was drin. Ein bisschen Papier. Eine Suppe. Och, und wir sehen sogar, hier ist sogar eine Lohnroute drin. So könnt ihr halt auch an dem feurigen Sachen kommen letztendlich. Die Viecher hier zum Beispiel sind Hirsch. Ne, das sind keine Hirschkäfer. Es gibt hier noch so Hirschkäfer. Die zeige ich euch später alle nochmal. Die fallen halt auf durch ihre großen Zangen. Und hier ist es halt überall am Krabbeln. Zombie ist hier auch. Nur mal gerade so ein bisschen umgucken. Also der Endboss, der ist ein bisschen versteckt. Der ist halt in einem Raum ohne Zugang. Huch, jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Ja, es ist halt ein Labyrinth. Da kann man sich schon das ein oder andere Mal verlaufen. Ja, hier waren wir nämlich schon, ja, oder? Nee, waren wir nicht. Jetzt habe ich mich wieder vertan, siehst du? Ist halt ein bisschen verwirrend. Aber wenn man muss sich halt hier die Zeit nehmen und dann kann man das auch mal gut erkunden. Man kann dann mit Fackeln arbeiten. Zum Beispiel, wenn ich immer, weiß ich nicht, auf der Höhe eine Fackel setze, dann weiß ich zum Beispiel, dass ich hier schon mal war. Oder dass ich mir Schilder mitnehme und so weiter. Ich gucke gerade noch mal ein bisschen weiter, ob hier noch irgendwas ist. Ja, hier ist zum Beispiel nur ein runder Gang. Ein Pilz ist hier. Ja, gut. Ist es, wie gesagt, sehr groß und sehr versteckt. Erkundet das selbst mal. Ach, hier war ich aber. Ich möchte euch da nicht den Entdeckertrieb nehmen, wie ich das eigentlich immer möchte. Ich möchte euch ja nur so einen groben, ja, Anschnitt des Mods zeigen. Weil wenn ich alles zeige, ja, warum wollt ihr das dann spielen, wenn ihr alles kennt, ja. So. Gehen wir hier mal gerade in Landeposition und dann kommen wir noch zu den Monstern. Wie immer werde ich es hier auch so machen, dass ich euch nicht alle Tierchen zeige, sondern nur ein paar, damit ihr weiterhin alles erkunden könnt. Generell muss man sagen, hier möchten euch die Viecher eher ins Leder, denn es gibt sehr, sehr viele böse, nicht ganz so viele nette Tierchen, aber wir gucken uns trotzdem mal die netten an. Dann kommen wir zunächst zum Wildschwein. Klingt wie ein normales Schwein, ist aber wild, ja. Gibt es eigentlich nicht viel zu erklären, wenn das tötet, bekommt ihr normales Schweinefleisch. Können wir gerade mal machen. Wir haben ja unser gutes Schwert. Das teilt ja direkt Verbrennung 2 aus. Das heißt, das Fleisch ist auch direkt gebraten. Ja, das ist Luxus. Das gleiche ist beim
scharf der Fall. Das ist wie ein normales Schaf. Wenn ich das jetzt mache, kommt es in verschiedensten Farben. Ja, sieht ganz toll aus. Gibt auch Wolle, wenn ich es niederstrecke. Und ihr könnt halt auch die Wolle abernten mit der Schere. Ein wilder Hirsch klingt wie eine Kuh. Müsste zumindest so sein. Komm, sag mal was. Ja, und gibt auch Rindfleisch, wenn wir das verprügeln, das Vieh. Dann haben wir den winzigen Vogel. Er ist so niedlich. Der ist so ein bisschen Deko. Oder ich weiß gar nicht, wenn ich den töte, passiert dann was? Komm her. Oh nein, oh, das hat ihm nur sein Leben gekostet. Also keine Hähnchenschenkel für uns, wenn wir den abschlachten. Dann haben wir noch den Pinguin. Den werdet ihr immer nur auf Gletschern finden. Er ist eigentlich ganz niedlich. normal kommt er hier halt nicht vor. Ich hatte jetzt in der kurzen Zeit, oder ja, was heißt kurze Zeit, ich habe ein bisschen länger gesucht und erstmal keinen Gletscher gefunden. Das heißt, wenn ihr auf Gletscherexpedition geht, nehmt euch genügend Essen mit. Huch, ach, du frisst schon, um die Viecher zu finden. Dann haben wir noch das Waldhäschen. Das ist auch so ein bisschen Deko. Ist so ein bisschen wie der More Creatures Mod, was jetzt die kleinen netten Viecher angeht. Aber gleich kommen wir noch zu den bösen Viechern. Die werden euch hier den Garaus machen, wenn ihr nicht aufpasst. Dann haben wir die Glühwürmchen oder Leuchtkäfer. Die fliegen überall mal rum. Wenn ihr die an Bäumen findet, dann sehen die so aus. Die leuchten schön. Also die kann man sich dekorativ auch schön mal an die Wand nageln oder auf den Boden. Gibt ein schönes Geräusch übrigens. Sehr, sehr schön. Und drumherum sehen wir dann auch diese kleinen Leuchtkügelchen. Also von denen bin ich echt angetan. Die könnt ihr euch auch in Glasflaschen packen und euch dann irgendwo hinstellen. Aber nun, meine Freunde, kommen wir noch zu den bösen Viechern. Ja, die sind nicht ohne. Wo war ich denn jetzt? Das war gut. Der muss weg. So. Ja, da gibt es einiges zu sagen. Die Nager heben wir uns zum Schluss auf, damit ich euch wenigstens mal einen Boss kurz gezeigt habe. Ja, so das schallende Finale dieser Serie. Der feindselige Wolf. Ja, der ist jetzt nichts Besonderes. Wölfe kennt man ja. Aber schon gefletschte Zähne und rote Augen. Verheißt nichts Gutes. Komm, verzieh dich mal. Der Skelettdruide. Wir haben vorhin in meinem kleinen Rundflug so ein kleines Häuschen gesehen. Das ist ein Druidenhäuschen. Und diese Druiden spawnen immer in diesen Häuschen. Die verschießen giftige Samen auf euch. Das heißt, ihr müsst aufpassen, sonst machen die euch ganz schön mal den Gar aus. Auch wenn die jetzt eigentlich ganz lustig aussehen. Ich gehe jetzt mal gerade nicht in den Survival-Mod, weil ich hier noch ein paar Viecher zeigen möchte. Das Rotkäppchen. Oh, ein sehr nerviges Tierchen. Wenn ihr das nämlich verprügelt, dann gibt das ein ekelhaftes Geräusch von sich. Ja, das ist ziemlich laut. Komm, geh mal sterben. So, nur das Sterbegeräusch finde ich richtig gut. Kleine Kobolde, die laufen überall mal rum, vor allem in den dunklen Wäldern. Ich glaube, wenn ihr die tötet, gibt es immer Goldnuggets. War das nicht so? Komm, gib mal. Hat der jetzt ein Goldnugget? Ne, diesmal nicht. Also der hat immer unterschiedliche Sachen, die haben aber auch mal Goldnuggets bei sich. Der Minotaurus, den haben wir ja gerade schon gesehen, gibt auch Schweinefleisch von sich, wenn wir den töten, ja. Direkt vom Kopf runtergeschnitten, kommt eben in diesen Dungeons hier vor, unterirdisch. Der Zangenkäfer, den hatte ich ja schon erwähnt, der nimmt euch in die Zange und versucht euch dann zu zerquetschen. Da müsst ihr dann schnell sein. Der Schleimkäfer, den finde ich eigentlich noch mit am coolsten. Der sieht auf jeden Fall geil aus. Der haut euch dann so ein bisschen Schleim dran und macht euch meines Wissens nach langsamer. Das können wir gerade mal testen. Aber erst muss ich hier ein bisschen die anderen Viecher wieder beseitigen. Komm her, du bist futsch. Hatte ich jetzt den Druiden kalt gemacht? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Nee, da läuft er. Also den Druiden, den töten wir mal gerade. Sonst wird das hier ein bisschen hart. Komm, Schleimkäfer, wo bist du? Hallo? Da. Gib mal dir mal die Chance. Gucken wir uns das mal an. Na okay, der beschießt uns mit Schleimbällen. Okay. Ja, so ein kleiner Schneeballwerfer ist das so ungefähr. Wir haben jetzt eine gute Rüstung an, deswegen macht uns das jetzt gerade nicht viel. Den Feuerkäfer gibt es auch noch. Das ist zwar dieses Vieh, genau. Der setzt euch dann in Brand. Versucht es zumindest. Und als großes Finale, ja, damit ihr mal seht, wie so ein Boss hier drauf ist. Aber ich mache das mal im Wald, damit ihr mal seht, was das für Auswirkungen hat, wenn der hier unterwegs ist. Ihr könnt euch vor dem nämlich nicht mal eben hochbauen oder so. Ja, dann haben wir den hier und zack. Der macht in der Regel auch alle Blöcke platt. Da. Also ihr könnt euch schlecht vor dem verstecken. Ihr müsst schnell sein, gut gerüstet, um den zu töten. Einer der Bosse eben, der auch so eine Trophäe fallen lässt. Ja, mit dem halt viel Spaß. So, und um das Ganze noch so ein bisschen abzuschließen, hey, der tötet alle meine netten Tierchen, zeige ich euch jetzt noch so ein paar Items, die es hier gibt, und dann sind wir soweit auch durch. Gut, dann habe ich gerade nochmal meine Top 8 Items zusammengekramt, die es hier im Twilight gibt. Neben denen, die ich natürlich schon gezeigt habe, die ganzen Rüstungssachen, Waffen, Werkzeuge etc., haben wir noch so ein paar schöne Sachen. Wie gesagt, ihr könnt hier auch Leuchtkäfer fangen, die könnt ihr euch dann dekorativ hinstellen als Leuchtquelle, sieht wunderschön aus, ja.
Eine größere Bedeutung hat es dann nicht. Können wir auch stapeln und so weiter und so fort, um ein bisschen Licht zu schaffen. Wir haben noch die Grillen. Die sind ähnlich wie die Leuchtkäfer. Die können wir auch hier dran klappern. Ist so ein bisschen für die Atmosphäre auch. Ergänzung zum Matmos-Mod. Ja, die Grillen, die hört man auch ganz gut. Aber wenn man weiter weggeht, dann stören sie einen auch nicht, ne? Dann haben wir noch den Erzmagnet. Den habe ich hier schon mal ausprobiert. Der Erzmagnet bringt euch Erze direkt nach oben. Wenn wir jetzt Rechtsklick machen, lädt er sich erst auf und sucht jetzt was. Und wenn ich mal Glück habe, ich weiß noch nicht, ob ich Glück haben werde, dann zieht ihr mir gleich irgendeine Erzader. Es kann irgendeine sein aus dem Boden an die Oberfläche. Ich hoffe, das klappt. Komm. Ich habe es da, wie gesagt, schon probiert. Das funktioniert auf jeden Fall. Ist halt ein bisschen Sucherei, ist ein ganz netter Effekt, mal so mal anders auf Schatzsuche zu gehen. Scheint jetzt gerade nicht zu klappen. Ist natürlich blöd. Würde ich euch natürlich gerne mal zeigen. Aber okay. Gut, will gerade nicht. Funktioniert aber. Wie gesagt, das sieht dann so aus. Der zieht euch das einfach bis an die Oberfläche und fertig. Es gibt sogenannte Rauchblöcke. Auch dekorativ könnt ihr euch die aufstellen. Hui. Wie ihr das alles craftet. Oder craftet. Craftet. Das könnt ihr euch im Forum angucken. Ich packe euch mal den offiziellen Link drunter. Vom Twilight Forest. Dann könnt ihr euch das alles mal durchlesen. Wir haben noch den Faunfederventilator. Mit dem könnt ihr einerseits mit Rechtsklick so einen großen Wedel machen und dann geht hier erstmal alles flöten. Schöner Windstoß. Ihr könnt das aber auch nach unten machen, um zum Beispiel Abgründe zu überwinden. Einfach springen runter und dann seid ihr ziemlich hoch. Ihr müsst allerdings halt aufpassen, dass ihr nicht zu viel Fallschaden nehmt und dadurch sterbt. Das wäre dann ein bisschen Selbstschuld, ne? Dann haben wir noch das Zombie-Zepter. Damit könnt ihr Zombies holen oder rufen, die euch wohlgesonnen sind. Ich riskiere mal 2, das wird sonst ziemlich laut. Das funktioniert 8-mal oder 9-mal, dieses Zepter. Danach ist es verbraucht. Und wie wir sehen, die tun mir nichts. Die würden mich sogar verteidigen. Weil die mich aber nerven, weil die ziemlich laut sind. Hört man die mal gerade. Die sind aber ziemlich stark. Das ist das Gute an denen. Wie ihr seht, die sind schwerer als Unkraut zu beseitigen. Und dann haben wir noch unser praktisches Erzmessgerät. Wenn wir jetzt hier einfach mal Rechtsklick machen, dann zeigt er uns im Umkreis von 3 Chunks, wie es mit Gold bestellt ist, Diamanten und so weiter. Wenn ich jetzt mal hier hingehe, dürfte sich das vielleicht ein bisschen verändern. Seht ihr, zum Beispiel gibt es mehr Diamanten und so weiter und so fort. Und als allerletztes gibt es hier noch die Naga-Trophäe. Kann das jetzt mal wieder weggehen, dieses Bild? So. Die Naga-Trophäe bekommt man, wenn man den Naga-Boss tötet. Das haben wir ja gerade gemacht. Das könnt ihr euch dann einrahmen. Wollte ich euch nur mal zeigen. Mehr steckt da eigentlich nicht hinter, aber da könnt ihr dann eure Erfolge feiern, sozusagen. Das ist meiner Meinung nach alles, was ihr zum Twilight Forest wissen solltet. Wie gesagt, erkundet das alles mal selbst. Hier kann man einfach so viel machen. Das ist einfach wunderschön. Und ich denke, hier werde ich auch noch eine gewisse Zeit verbringen. Mir irgendwo ein Häuschen bauen oder so. Oder mich beim Droiden mit ins Bettchen legen. Das werden wir dann sehen. Also, von meiner Seite war es das. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch mal einen Daumen hoch. Oder hinterlasst ein Abo, damit ihr in Zukunft auch kein Tutorial mehr verpasst. Keine Mod-Vorstellung, nichts, alles mitnehmen. Oder schaut einfach mal im Let's Play vorbei. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.